Hallöchen! Herzlich willkommen beim dritten Teil der Adventskranz-Serie. Falls du die ersten beiden Videos noch nicht geschaut hast, dann schau sie dir vorher an, damit du auch verstehst, was jetzt hier gleich passieren wird. Ich habe in dem Buch Der Jahreskreis, ich verlinke dir das mal unten in der Infobox, im Dezember eine wunderschöne Stelle gefunden über den Adventskranz und ich wusste gar nichts um diese Bedeutung der einzelnen Kerzen. Und weil mich das selber so inspiriert hat, möchte ich das an dich weitergeben und habe diese Serie ins Leben gerufen. Und an jedem Adventssonntag stelle ich dir vor, was die Kerze von dem heutigen Tag bedeutet. Wir hatten am ersten Advent die Kerze für den Winter, für die Mutter Erde, für das Materielle. In dem ersten Video erzähle ich dir auch ein bisschen ausführlicher über den Adventskranz und die Bedeutung, also die sozusagen ein bisschen allgemeiner. Dann kam die zweite Kerze, und zwar war das der Frühling, die Luft, der Verstand, ja, das Geistige. Und dieses Element wird eher dem Männlichen zugeordnet. Die erste Kerze war das Weibliche. Dann die zweite Kerze, dem männlichen Element, die Luft. Und jetzt der dritte Advent, die dritte Kerze, die uns die Zeit erhellen soll, steht für den Sommer. Steht für das Feuer, für die Lebenskraft, für die Liebe, für die Leidenschaft. Und auch das Feuer wird eher dem männlichen Element zugeordnet. Ich weiß davon, ein Liedchen zu singen. Ich bin ja Löwe vom Sternzeichen, also sozusagen, wenn die Sonne am höchsten steht, wenn der Sommer am heißesten ist, da bin ich geboren. Das ist meine Zeit, da bin ich zu Hause. Und ja, es stimmt, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Ich bin ein Mensch, der die Liebe in die Welt bringen möchte. Und es liegt mir einfach sehr am Herzen. Also ich bin auch ein sehr herzbetonter Mensch, hast du vielleicht schon in ein paar Videos mitbekommen, wenn du mich schon länger verfolgst, aber auch wenn du mich zum ersten Mal siehst, freue ich mich, dass du da bist. Ja, und bei dieser dritten Kerze geht es darum, wie kraftvoll bist du in deinem Leben. Ja? Ich habe jetzt bei jeder Kerze zu den Elementen immer verschiedene Fragen gestellt und diese Fragen, die Antworten darauf, bitte ich dich auf einen Zettel aufzuschreiben, sodass du am Ende, am vierten Advent, vier Zettel hast und die dann am 31. Dezember zu verbrennen und die Wünsche in die Luft abzugeben, sozusagen in den Äther abzugeben und dann darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge bewahrheiten und umsetzen. Natürlich auch mit deinem Zutun, ja, Feuer ist ja auch so, sind ja auch so Machermenschen, ja, die Kraft ist der Ausdruck, das in die Welt bringen, das realisieren, ja? Und um diese Energie geht es jetzt bei der dritten Kerze. Erlebst du dich kraftvoll und stark oder möchtest du da irgendwas verändern? Ja, merkst du, dass es dir gut tun würde, mehr rauszukommen, mehr dich zu zeigen, in der Welt sichtbar zu werden? Ja, das Feuer, das leuchtet lichterloh und es ist heiß und hitzig und ja, und es lädt ein, ja, wenn du in dieses Element reingehst, selbst das Feuer in dir zu entfachen. Also was entfacht das Feuer in dir? Ja, wo merkst du, dass du lebendig bist? Wofür brennt dein Herz? Hast du solche Dinge in deinem Leben oder möchtest du dich auf die Suche danach machen? Wie bist du zufrieden mit der Liebe in deinem Leben? Ja, hast du Menschen, die dich lieben um dich? Oder möchtest du da mehr rausgehen, mehr in Kontakt treten? Vielleicht den Panzer abbauen, ein bisschen mehr Risiko eingehen, dich wieder zu öffnen und auf Menschen zuzugehen, auch wenn du viele Male verletzt wurdest. Das kenne ich wirklich sehr gut und ich kann dir sagen, es lohnt sich, diesen Panzer wieder abzubauen und sich zu öffnen und Menschen ins Leben zu holen, die es gut mit einem meinen. Das ist natürlich wichtig, ja? Dass du darauf achtest, dass es dir gut geht. Und die Selbstliebe, eins meiner Lieblingsthemen, du kennst es vielleicht schon. Ich muss es jetzt einfach an der Stelle sagen, weil die Selbstliebe ist so ein wichtiges Element
Ich habe Videokurse dazu gemacht. Du findest sie unten in der Infobox. Schau da mal rein, vielleicht ist es was für dich. Es gibt auf jeden Fall auch eine kostenlose Version. Und ja, also da kannst du wirklich viel machen, indem du dich selber immer mehr lieben lernst, dann auch immer mehr Liebe in dein Leben zu ziehen. Ja, wenn wir unabhängig werden von der Liebe im Außen, ja, wenn du weißt, ich bin gut für mich da, ich kann gut für mich sorgen, ich bin mir eine gute Freundin, ich bin mir eine gute Mutter, dann kann ich dir das Phänomen berichten, dass dann auch die Liebe von außen viel stärker kommt, dass du das in dein Leben anziehst. Also schreib dir auf, wo du da gerade stehst, ob du zufrieden bist und wo du vielleicht hin möchtest und vielleicht auch die ersten Schritte, die da zu tun sind. Hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Vielleicht magst du da weiterschauen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal und verbreite die frohe Botschaft. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao.